Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Pavel Sapa und in diesem Video verrate ich dir, wie viel Geld wir eigentlich für unser eigenes Business auf Amazon benötigen und vor allem, wofür wir das Geld ausgeben sollten. Ich habe dir einen kristallklaren Fahrplan gemacht, gerade eben auf die Schnelle, damit auch du über jeden Schritt informiert bist und ganz genau weißt, was finanziell auf dich zukommt. So, fangen wir mit dem ersten Punkt an auf der Tafel, und zwar die Firmengründung. Wir müssen uns für eine Rechtsform entscheiden. Bist du alleine, kannst du gerne mit deinem Einzelunternehmen starten. Hast du einiges an Kapital oder gegebenenfalls sogar einen starken Geschäftspartner, könntest du eine GbR gründen, wie einige unserer Kunden da draußen. Möchtest du von vornherein stark sein, groß sein und vor allem du hast langfristig große Ziele, da kannst du ebenfalls mit der GmbH starten. Und dafür benötigen wir ebenfalls Kosten, beziehungsweise wir haben hier einige Kosten. Und zwar zwischen 200 bis 1500 Euro. Denn bei einer GmbH zum Beispiel müssen wir zu einem Notar gehen. Wir haben Kosten, gegebenenfalls Beratungskosten von einem Steuerberater, welcher uns individuell betreut und vor allem uns eine Einführung in das Business gibt. Das bedeutet, für die Firmengründung inklusive der Gewerbeanmeldung etc. pp. Gehen ungefähr zwischen 200 bis 1500 Euro drauf, je nach Rechtsform. Natürlich geht es auch einen Tacken günstiger, aber wir sind immer davon überzeugt, dass man im Worst Case kalkulieren sollte, denn so wirst auch du nicht enttäuscht. Zusätzlich dazu, du möchtest auf Amazon verkaufen, dann bist du hier in dem Video grundsätzlich goldrichtig. Ich habe hier die Gebühren aufgeschrieben, und zwar die 39 Euro Gebühren für eine professionelle Kontoeröffnung auf Amazon. Und das sind übrigens, liebe Leute, 39 Euro netto. Zusätzlich dazu fallen automatisch Gebühren für das Geschäftskonto. Auch hierbei sehr wichtiges Learning. Achte darauf, dass du wirklich ein vernünftiges Geschäftskonto eröffnest bei einer Hausbank. Wir sind bis zum heutigen Zeitpunkt bei der Sparkasse. Ich möchte keine Werbung machen, aber wir sind wirklich mit der Sparkasse zufrieden, denn wir haben einen persönlichen Berater, und sollten wir mal ein kurzfristiges Dispo benötigen oder einen Rahmenkredit, so steht uns grundsätzlich nichts im Wege. Für den Fall der Fälle. Das bedeutet, lieber nehmen wir, wie bereits gesagt, eine Hausbank, welche einen vernünftigen Ansprechpartner hat, als zum Beispiel eine reine Internetbank, wie zum Beispiel die N26. Einige Kunden erkennen sich wahrscheinlich hier wieder. Wenn wir einen persönlichen Service benötigen, dann haben wir ein Problem. Zusätzlich zum Bankkonto benötigen wir eine Kreditkarte. Und zwar sprechen wir nicht von einer Prepaid-Kreditkarte, sondern für eine Kreditkarte für das eigene Unternehmen. Die Sparkasse bzw. die eigene Hausbank bietet sowas an. Eine Amex ist ebenfalls eine äußerst interessante Alternative. Fakt ist, es darf keine gewöhnliche Prepaid-Kreditkarte sein, denn wir brauchen eine vernünftige, verifizierte Kreditkarte, wie zum Beispiel Visa, Amex oder die Mastercard. Bei der Amex gibt es ebenfalls tolle Angebote, wenn man den richtigen Berater bei der Bank hat. Wendet euch gerne an PSA Marketing. Dafür haben wir ein breites Netzwerk mit ausgewählten Spezialisten in jedem Bereich. Ob es der Steuerberater ist, ob es ein Bankberater ist, ob es generell ein Berater im Allgemeinen für das Unternehmertum gibt. All das, wie zum Beispiel auch Fachanwälte, haben wir über die Jahre in unserem Netzwerk gesammelt. Und zwar nur die Besten vom Besten. Denn ihr kennt ja mein persönliches Motto: mit dem kleinstmöglichen Einsatz das Maximum gewinnen. Und das gilt ebenfalls für sehr gute Berater. So, der nächste Punkt ist Lucid Verpackungsgesetz, unter anderem auch bekannt als Verpackgesetz. Das bedeutet, wir sind Unternehmer, wir hinterlassen Verpackungsmüll in diversen Bereichen, vielleicht auch für Plastik, für Metall, und natürlich, wir hinterlassen einiges an Müll für das Verpackungsmaterial. Und dafür müssen wir nun mal in diesem Land Geld bezahlen. Ich habe ungefähr mit ca. 100 bis 150 Euro kalkuliert, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist. Ich bin allerdings sicher, dass auch du mit 100 Euro bestens bedient bist. Diese Gebühr von ca. 100 bis 150 Euro gilt natürlich für das komplette Jahr und nicht für einen Monat. Die nächste Sache ist ein BWL-Crashkurs. Ich würde jedem Unternehmer da draußen empfehlen, selbst wenn du bei PSA Marketing Kunde bist, einen Grund-Schnellkurs bzw. Basiskurs in BWL zu nehmen. Denn jeder von uns muss sofort Prozent rechnen können, Dreisatz können, Zusammenhänge im Unternehmertum verstehen. Zum Beispiel, wir haben ein starkes Produkt, was gerade sehr gut läuft. Und du merkst, das Produkt verkauft sich jetzt gerade besonders gut. Was machst du? Du passt den Preis an, denn die Konkurrenz ist out of stock. Und du kannst es enorm skalieren, indem du einfach nur den Preis hochsetzt. Und bei Amazon läuft das Produkt von morgens bis abends genauso gut wie davor. Und du verdienst pro Verkauf 10 Euro. Das muss alles bei dir einleuchtend sein und vor allem automatisch im Blut sein.
Und aus diesem Grund empfehle ich jedem, welcher neu auf Amazon startet oder generell im Unternehmertum startet, einen Crashkurs, zum Beispiel bei der IHK. Ich möchte keine Werbung für jemanden machen. Ich weiß allerdings, dass dieser Kurs für einige da draußen oftmals helfen wird. Denn ich hatte Gott sei Dank eine kaufmännische Ausbildung. Somit habe ich alles von A bis Z in der kaufmännischen Ausbildung gelernt. Unter anderem auch sehr, sehr gute Netzwerkpflege zu einigen Lieferanten, welche ich bis heute noch habe. Aber nicht jeder ist mit diesem Talent bzw. mit dieser Möglichkeit gesegnet. Somit kauft euch ein, denn wenn ihr Wissen einkauft, funktioniert das ganze Business deutlich schneller. Und bemerke eine Sache, Zeit gleich Geld in unserem Business. Von daher meine absolute Empfehlung, ein BWL-Crashkurs. Was die Kosten für den Crashkurs angehen, auch das ist relativ überschaubar. Wir sprechen hier von etwa 990 Euro bis 1200 Euro, je nachdem, in welcher Stadt ihr das Ganze machen würdet. Das bedeutet, auch hier sind überschaubare Kosten vorhanden. Der nächste Punkt, Büromaterial. Nicht jeder da draußen hat einen guten Schreibtisch, wie zum Beispiel, welcher höhenverstellbar ist. Es ist kein Muss, allerdings sollten wir von vornherein einen guten Bürostuhl haben, einen sauberen Schreibtisch haben und vor allem das ganze Equipment drumherum. Du kennst es ja, du brauchst eventuell Ordner, Papier etc. pp. Somit habe ich hier auch den Punkt aufgeschrieben, Büromaterial wie zum Beispiel Tisch. Das bedeutet, achte darauf, dass du dich wohlfühlst in deiner Arbeitsatmosphäre und dass alles an Equipment bzw. für das Büromaterial alles so ist, wie du es dir vorstellst. So, der nächste Punkt ist Versicherung. Auch hierbei schweigen oftmals einige Menschen. Dabei sollten wir von vornherein meines Erachtens nach einen guten Versicherungsberater haben. Solltest auch du den passenden Versicherungsberater benötigen, komm gerne auf uns zu. Wir haben ebenfalls Fachspezialisten in unserem Netzwerk. Wofür? Grundsätzlich gibt es dabei zwei Sachen. Einmal die Betriebshaftpflichtversicherung, sofern du bereits ein erstes Büro hast. Denn stell dir mal vor, jemand stolpert vor deinem Büro. Für solche Fälle musst du bewaffnet sein. Aus diesem Grund empfehle ich dir definitiv die Betriebshaftpflichtversicherung. Und zusätzlich dazu, falls auch du einiges an FBM-Produkten zu Hause lagerst, vor Ort lagerst oder gegebenenfalls im Büro lagerst, dann solltest du ebenfalls eine Diebstahlversicherung abschließen. Denn wir möchten nichts dem Zufall überlassen und vor allem sind hierbei überschaubare Kosten gegeben. Ich habe in etwa mit 500 bis 600 Euro kalkuliert, pro Jahr natürlich. Und das ist definitiv eine richtige Marschroute. Wenn es günstiger wird, umso besser für uns. Aber im Regelfall solltest du immer, wie gesagt, mit ca. 500 bis 600 Euro kalkulieren. Der nächste Punkt ist das Equipment, mit welchem ich über Jahre arbeiten werde. Wie zum Beispiel ein guter und leistungsfähiger Computer. Was bedeutet das im Detail? Dein Computer sollte zumindest für mich ein Microsoft-Computer sein, zusätzlich dazu ein i5-Prozessor haben, mindestens von der 11. Generation, 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Festplatte und an sich soll er, wie gesagt, gut und schnell sein. Und das sind meine Mindestvoraussetzungen. Zusätzlich dazu benötigst du gegebenenfalls einen Bildschirm oder du arbeitest gerne mit einem Laptop. Zwei Drucker müssen ebenfalls vorhanden sein. Ein Drucker für die Buchhaltung oder für das Allgemeine. Drucker scannen, faxen. Ein Drucker nur für die DHL-Labels bzw. für die Amazon FBA-Etiketten. Das habe ich hier über Equipment geschrieben. Zusätzlich dazu solltest du bereits das erste kleine Lager haben oder gegebenenfalls nur eine Garage. Somit bräuchten wir ebenfalls ein Beschriftungsgerät für die Produkte, damit, falls wir einen Mitarbeiter haben, dieser Mitarbeiter sich im Lager zurechtfinden sollte. Und dafür habe ich ungefähr mit ca. 800 bis 1600 Euro kalkuliert, denn viele da draußen haben bereits einen sehr guten, leistungsfähigen Computer, einige nicht. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann können wir ebenfalls alles über die Firma kaufen und hierbei natürlich auch einiges absetzen. Kommen wir zu der rechten Spalte. Und zwar das Thema Versandmaterial. In meiner Zeit, im Jahr 2016 habe ich bereits begonnen, hat Versandmaterial zwischen 300 bis 400 Euro gekostet und ich war bestens gerüstet. In der heutigen Zeit ist das bei weitem nicht mehr der Fall. Das bedeutet, für gute Versandmaterialien, wie zum Beispiel Verpackungschips, wie Versandkartons, Amazon FBA Kartons, da gibt es ja dieses Höchstmaß KK117, 60x60x60. Das beliebteste Höchstmaß und vor allem ein sehr beliebtes Produkt für den Versand zu Amazon. Das alles kostet mittlerweile Geld. Somit habe ich in sage und schreibe mit etwa 900 Euro kalkuliert. Und das ist hierbei nicht mal viel, sondern das ist eine blanke Tatsache. Das bedeutet, rechne mal mit dem Worst Case und runde das Ganze einfach mal auf 1000 Euro ab. Der nächste Punkt, die richtigen Tools. In unserem Business können wir unsere Zeit sehr effektiv nutzen. Und vor allem einiges mit guten Tools optimieren.
Wir können herausfinden, wie gut läuft dein Produkt. Wir können herausfinden, wie die Buybox-Verteilung ist. Wir können sogar anhand von Tools alles automatisieren und selbst die Produktrecherche deutlich einfacher gestalten. In der heutigen Zeit funktioniert das Ganze. Somit habe ich für Tools in etwa 100 bis 120 Euro geplant. Hier zum Beispiel gibt es ein Video über die Produktrecherche. Das ist das Tool AMZ Scout Pro. Das bedeutet, hier kannst du schon mal einen klaren Überblick verschaffen. Und denke dran, auf diesem YouTube-Channel wird noch viel mehr an Insights folgen über die richtigen Tools. Das bedeutet, abonniere uns gerne jetzt schon mal, bevor das Video hier zu Ende geht. Nehmen wir mal an, du möchtest doppelte Sicherheit haben. Das bedeutet, du möchtest deine Daten nicht auf einer SSD-Festplatte zwischenspeichern, sondern du möchtest die ebenfalls eine Cloud bzw. einen Server einrichten. Auch das ist eine sehr, sehr gute Strategie und auch diese Strategie kostet mittlerweile Geld. Das bedeutet, solltest du dir eine Cloud bzw. einen Server wünschen, so kannst du hierbei auch ungefähr mit 20, 30 Euro im Monat fest einkalkulieren, denn dieses Geld wird benötigt. So, der nächste Punkt ist natürlich das A und O. Und zwar ist es natürlich die breite Produktpalette. Meine Devise hierbei ist, mit 10 bis 15 starken, gut laufenden Asins zu starten. Denn du hast ein breites Sortiment. Heute verkaufen sich die zwei Produkte, morgen sind es zwei andere Produkte, die laufen. Und dafür benötigen wir Geld. Denn meine Devise ist es, dass wir mit dem Großhandel zusammenarbeiten, dass wir ein nachhaltiges Business führen, gute Geschäftsbeziehungen zu unseren Großhändlern pflegen und vor allem immer wieder nachkaufen können. Denn wir möchten nicht nur von reinen Deals profitieren. Deals sind immer wieder ein kleiner Snack für den Zahn. Das machen wir auch in unserer eigenen Community. Hier und wieder gebe ich mal gute Deals raus. Allerdings möchte ich nachhaltig arbeiten. Ich möchte mich auf mein Sortiment verlassen und ich möchte zumindest einmal jeden Monat bzw. jede Woche im schlimmsten Worst Case, das ist immer meine Marschroute für unsere Kunden, 2.000 Euro verdienen. Natürlich nicht von heute auf morgen, natürlich wird es Zeit brauchen, je nachdem, was für ein Kapital man mitbringt, aber das sollte auch ein gesundes und realistisches Ziel sein, welches man in einem Jahr realistisch ebenfalls erreichen kann. Für die breite Produktpalette habe ich in etwa 8.000 bis maximum 20.000 Euro eingeplant und das ist realistisch. Selbstverständlich kann man auch mit kleinem Geld starten, wie zum Beispiel 3.000 bis 4.000 Euro. Allerdings wird der Weg dorthin viel, viel länger dauern und zusätzlich dazu, nicht jeder Großhändler nimmt dich mit diesem Geld überhaupt auf. Es gibt einige starke Lieferanten, zum Beispiel aus den Niederlanden. Die sagen ganz klar, die Erstbestellung sollte bei minimal 10.000 Euro liegen. Und jetzt kommen hierbei einige Coaches ins Spiel und die sagen, hey, kauf doch einfach mal meinen Kurs für 7.000 bis 10.000 Euro, das ist ein veralteter Videokurs, es ist egal, mit 3.000 bis 4.000 Euro wirst du alles schaffen. Du wirst gar nichts schaffen. Es wird Ewigkeiten dauern, denn selbst ich vor 7 Jahren habe mit 6.000 Euro begonnen. Und ich wünschte, ich hätte dieses Video zuvor gesehen, denn ich würde wissen, dass man Geld benötigt. Und Geld benötigt man nun mal für einiges an Produkteinkauf. Ich habe einen guten Freund, er hat 2016 bereits mit einer Franchise-Kette Geld verdient. Er hat sich eingekauft für eine Bäckerei, ich sage jetzt nicht den Namen, denn sonst könnte ich Probleme kriegen. Er hat damals bereits 250.000 Euro Investment bezahlt, nur um einen Laden in Köln zu eröffnen. Und hier sprechen wir für einen Warenbestand zwischen 8.000 bis 20.000 Euro. Liebe Leute, wenn ihr das Video hier bis zu diesem Zeitpunkt gesehen habt, wir möchten online Geld verdienen und wir möchten keine Spielzeuge betreiben bzw. Spielchen betreiben mit einem Deal hier, einem Deal da. Das ist top für den Anfang, um Geld zu verdienen. Allerdings möchten wir ein nachhaltiges Business haben und vor allem wir möchten ein komfortables Business führen. Aus diesem Anlass benötigen wir Geld lediglich für den Produkteinkauf. Sei dir das bewusst und wenn auch du jetzt zum Beispiel vielleicht nur 3.000 bis 4.000 Euro hast, du siehst es selbst, das ganze Konstrukt geht mit 3.000 bis 4.000 Euro nicht auf, denn wir möchten die richtigen Kunden ansprechen und vor allem wir möchten ein Business führen. Und Business benötigt in unserer Welt immer Geld. Denn wenn wir einige Nischen reinnehmen, wie zum Beispiel Haushaltszubehör, wie zum Beispiel Spielzeuge oder auch die Beauty-Industrie, dann haben wir ein facettenreiches Sortiment. Und glaube mir, gerade jetzt steuern wir auf das vierte Quartal zu. Das bedeutet, solche Produkte sind im Quartal 4 Gottes Segen. Diese laufen im 24-Stunden-Rhythmus und dafür, wie gesagt, minimieren wir ebenfalls unser Risiko, indem wir viele coole, starke Produkte mit in den Bestand nehmen, welche wir mit unseren Tools im Vorab immer von A bis Z prüfen. So, danach kommen nur noch kleine Add-ons, wie zum Beispiel die Erstellung von einer professionellen E-Mail-Adresse. In etwa sind wir hier bei 5 Euro im Monat, je nach Dienstleister. Da gibt es einige Anbieter, wir können dir auch ebenfalls bei uns im Coaching helfen.
dass wir für dich ebenfalls die E-Mail-Adresse mit aufbauen und vor allem kreativ sind bei der Erstellung. Aber wie du siehst, das sind dann etwa 5 Euro im Monat. Und wenn du diese nicht hast, dann kann ich dir selbst auch nicht helfen, denn ich habe vielleicht auch nur 4 in meiner Tasche. So, der letzte Punkt ist ein Finanzberater bzw. ein Steuerberater. Wichtig ist, am Anfang kann man alles selbst machen. Warum? Man erkennt die Zusammenhänge, man weiß, was man tut. Und wenn man das Ganze später an einen Steuerberater übergibt, dann weiß man, ob alles ordnungsgemäß gemacht worden ist oder auch nicht. Und das zum Beispiel lernst du ebenfalls in einem Crashkurs, BWL-Crashkurs oder sonstiges. Allerdings ist meine Empfehlung, spätestens nach 2-3 Monaten dir einen Steuerberater anzueignen, welcher ein Ass ist im E-Commerce, welcher ein Ass ist gerade im Bereich Amazon FBA, Automatisierung, Digitalisierung. Da gibt es einige gute Ansprechpartner. Wir in unserem Netzwerk haben da ebenfalls sehr gute Steuerberater mit an Bord. Warum? Ich möchte nicht, dass ein Kunde auf der halben Strecke stehen bleibt. Ich möchte das komplette Puzzle rüberbringen. Und für einen Steuerberater, gerade in der Anfangszeit, habe ich in etwa 50 bis 100 Euro mit einkalkuliert. Wenn du das Ganze hier Revue passieren lässt, dann wirst du merken, dass du in etwa 10.000 bis 12.000 Euro benötigst, um ein Business vernünftig aufbauen zu können. Und ich bin mir sicher, dass auch du dich in diesem Video wiedergefunden hast. Und dieses Video ist für alle, die endlich mal eine kristallklare Kostenaufstellung haben wollten und nicht nur reine Märchen. Wenn auch du mehr über das E-Commerce-Business erfahren möchtest, wenn auch du davon begeistert bist, so wie ich selbst, dann kontaktiere uns gerne jederzeit unter www.psamarketing.de für dein kostenfreies und vor allem natürlich unverbindliches Erstgespräch. Bis zum nächsten Mal.